Und obwohl heute Mittwoch ist, geht es heute nicht um den Sport, sondern aufgrund der bevorstehenden Oberbürgermeisterwahl habe ich heute Julian Klippert zu Gast im Studio. Herzlich willkommen, Herr Klippert. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Sie kommen ja aus der Partei Die Partei, kandidieren aber als unabhängiger Kandidat zur kommenden Oberbürgermeisterwahl. Wieso? Naja, wir hatten die alle ernstzunehmenden Parteien, haben immer nur eine Kandidatur vorgeschlagen und wir haben gesagt, wir nehmen meine stellvertretende Vorsitzende Katharina Gutweg und mich, geben den Leuten eine Wahl, das ist 55 zu 45 gegen mich ausgegangen und wir haben halt vorher abgemacht, wir unterstützen die andere Person und sammeln nochmal Unterschriften, denn so wie unsere Mitglieder wollten wir dafür sorgen, dass auch Hannover die Wahl hat zwischen Die Partei und Die Partei. Ich verstehe. Als Abgeordneter in der Regionsversammlung und dem Rat der Stadt sind Sie ja nah am politischen Geschehen in Hannover dran, kann man sagen. Was wäre Ihr Weg für Hannover, falls Sie es werden? Ja, also ich habe mir das jetzt 30 Jahre angesehen. Damit habe ich, glaube ich, mehr Kompetenzen als die meisten anderen in der politischen Geschehen. Und die ganze Art und Weise muss sich halt einfach ändern. Also der Amtsvorgänger war ein netter Mensch, aber die Durchsetzungskraft fehlt halt. Wir haben halt viele Themen, die angegangen werden müssen, ob Klima, Bildung, Obdach und Wohnungslosigkeit, Wohnungsbau. Ich könnte jetzt die Liste fortführen und da muss einfach wirklich jemand da sein, der sagt, wir machen das jetzt auch. War denn auch was gut in der Vergangenheit? Ich meine, Hannover gibt es noch, sage ich mal, ja. Und die Stadt funktioniert irgendwie. Was war denn gut? Wo kann man drauf aufbauen, sage ich mal? Ja, also es ist ja nicht so, dass alles schlecht ist. Also wir haben über 11.000 Mitarbeiter in der Verwaltung, da machen viele auch einen sehr guten Job. Zum Beispiel auch die Flüchtlingskrise, die sogenannte. Ich denke, da haben wir schon einen sehr guten Job gemacht. Es ist nicht alles schlecht, aber man sollte sich auch nicht darauf ausruhen. Es gibt halt immer Sachen, die man verbessern kann. Und bei einigen ist es halt notwendiger als bei anderen Stationen. Es wurde ja, oder es wird ja auch im Vorfeld jetzt zur Zeit des Wahlkampfes immer von den drei großen Kandidaten zur Wahl gesprochen. Sie haben gerade gesagt, die Hannoveraner und Hannoveranerinnen haben eigentlich nur die Wahl zwischen Die Partei und Die Partei. Wie sieht es wirklich aus? Was halten Sie von diesen drei großen Kandidaten und wie sehen Sie Ihre Chancen? 39% sind unentschlossen. Das heißt, wenn Frau Gutweg und ich die 20% aufteilen, dann haben wir sehr gute Chancen, beide in die Stichwahl einzuziehen. Und ja, das ist natürlich nicht schön, wenn man so ein bisschen unter dem Radar läuft. Aber ich denke, wir haben unsere Prozente immer weiter gesteigert. 4,1 bei der Europawahl. Das wären drei Sitze schon im Stadtrat. Letztes Mal hatten wir einen. Ich denke, da ist großes Potenzial und das wird sich noch weiter entfalten. Sie haben ja auch mal ganz klar gesagt, Hansmann stoppen und haben sich damit auf Marc Hansmann bezogen von der SPD, der auch kandidiert. Wieso? Was ist so schlimm? Hannover ist doch rot. Ja, Hansmann verhindern ist das Motto. Hannover war rot, dann rot-grün, jetzt rot-grün-gelb. Und ich denke, es geht halt nicht so weiter. Diese fast schon Monarchenstellung ist einfach gebrochen. Und Hansmann war selber Ratsmitglied, war 10 Jahre Kämmerer, ist dann rausgegangen. Das ist einfach kein Neuanfang. Und das ist ein Weiter-so und das wollen wir nicht. Und da nun mal die SPD bisher die stärkste Partei war, ist das natürlich das Ziel Nummer eins, auf das wir uns einschießen. Scholz fordert einen Neuanfang, aber der ist anscheinend dann auch nicht. Sie können es trotzdem besser machen. Ja. Mit welchen Themen? Welche Themen haben Sie sich auf Ihre Fahne ganz groß geschrieben? Das ist mal ein bisschen schwierig, weil der OB ist meiner Meinung nach vor allem ein Grüß-August und muss die Verwaltung im Griff haben. Aber wenn man jetzt mal davon redet, weil viele machen ja Wahlkampf und versprechen alles Mögliche, ganz dringend ist die Obdach- und Wohnungslosigkeit. Es kann nicht sein, dass wir in der Region Hannover über 6.000 Wohnungs- und Obdachlose haben. Das ist ein Armutszeugnis und das müsste als erstes angegangen werden. Das ist ja aber auch was, was sich andere auch auf die Fahne geschrieben haben. Andere wollen sich auch drum kümmern. Es funktioniert nicht so richtig gut, auch in der Vergangenheit sollte das schon gemacht werden. Also wie wollen Sie es jetzt konkret umsetzen? Naja, also wir machen ja Konzepte. Also auch Rot-Grün oder Rot-Grün-Gelb macht ja auch manchmal nette Anträge, aber wir haben ein Umsetzungsproblem. Es liegt dann da oder es wird dann runter beim Klima. Ja, wir bauen das besser, aber nur, wenn es halt geht, nach Möglichkeiten. Das sind so Absichtsbekundungen. Es ist nicht knallhart zu sagen, wir müssen das jetzt machen und tragen auch die Konsequenzen. Das passiert einfach momentan nicht. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie entwickeln Konzepte. Würden Sie sagen, dass die hannoversche Stadtpolitik bislang manchmal nicht mutig genug oder zu unkreativ war, was Lösungsvorschläge? Ja, definitiv. Wir sind halt immer auf diesem alten System. Wir müssen irgendwie eine Mehrheit bieten und dann hat man drei Parteien und dann müssen die untereinander noch was finden. Und natürlich muss ich Kompromisse in der Politik machen, solange wir nicht 100% plus X haben. Aber es bleibt so wenig übrig und wir könnten über Themen reden. Das sieht man ja auch beim Wahlkampf. Viele sind sich einig und man könnte das zusammen, außer den rechten Rand, den würde ich ignorieren, könnte man das machen. Und da müssen wir hin, Themenpolitik statt Parteienpolitik.
Themen ist jetzt zum Schluss noch mal ein gutes Stichwort und Kreativität auch. Was würden Sie denn als ganz konkreten kreativen Vorschlag zum Beispiel mitbringen jetzt für die kommende Periode? Ach, kreativer Vorschlag ist natürlich mal schön gesagt, aber tatsächlich, wir müssen gucken, diese Verwaltungs-, diese Dezernate, das sind einfach Säulen, die sind in sich geschlossen und die müssen wir aufbrechen. Wir müssen wirklich dezernatsübergreifend das halt auch wirklich leben. Und so ist es so, dass die Leute sich nicht reinfuschen lassen wollen. Und da muss ein Oberbürgermeister neue Strukturen schaffen und kreative Lösungen finden, das aufzubrechen gemeinsam. Und Sie sagen, Sie können das. Das war Julian Klippert von Die Partei. Wir sind natürlich trotzdem aufgrund der Demokratie froh, dass wir auf dem Wahlzettel mehr Auswahl haben als Die Partei und Die Partei. Trotzdem schön, dass Sie da waren. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.